Damit willkommen zu einer neuen Folge von Grid Autosport. Ja Leute, wir starten hier mit einem recht chilligen Cup-Event. Und das von ganz... Und direkt eine Massenkarambolage. Meine Güte, ey. Das war es jetzt komplett, würde ich sagen. Auto ist schwer beschädigt, also angreifen können wir vergessen. Ja Leute, das ist jetzt eine Belastung, mit dem Auto zu fahren hier. Mich würde mal interessieren, wie das eigentlich gekommen ist. Das müssen wir uns gleich in der Wiederholung mal angucken. Ja, der zieht stark nach links und nach rechts kann ich nur noch sehr schwer lenken. Mit dem Auto, oh, das, da ist wieder einer abgeflogen. Es geht schon mal ordentlich zur Sache hier. Gibt schön Kleinholz. Oh, ich hol doch noch auf. Nicht schlecht. Schön ruhig bleiben da hinten. Und überschlagen gleich dazu. Action ist da. Kann man nicht abstreiten. Okay. Ich hätte jetzt, oder? Ja doch, einen habe ich jetzt noch. Einen habe ich noch gekriegt. Aber der gibt nicht so leicht auf. So, wetten, gleich fliegt wieder einer ab. Wetten werden jetzt angenommen. Ey, wehe, ich bin gleich der Nächste. Jetzt hat sich einer gedreht. Ja, ziemlich chaotisch. Aber ich glaube, ich muss jetzt auch nichts mehr dazu sagen. So, das soll es auch schon gewesen sein. Das war nichts, aber du kannst dich steigern. Ja, mein Fahrzeug wurde ja direkt am Anfang beschädigt. Was war da eigentlich los? Okay, gucken wir uns das mal ganz von vorne an. Okay, das konnte man jetzt nicht so gut sehen. Ja, okay, einer ist wahrscheinlich zu weit raus und hat dann ein paar andere mitgenommen. Ja, Moment. Ja, ich glaube, der war's. Der war's, glaube ich. Hat die Kontrolle verloren, sich quergestellt und dann gab es eine Kettenreaktion. Dann hätten wir das Rätsel schon mal gelöst. So Leute, neues Event, neues Glück. Das zählt auch wieder in der Meisterschaft. Die eigentliche Meisterschaft ist mir wichtiger als ein Cup-Event. Wenn wir ein Cup-Event gut abschließen, vielleicht sogar gewinnen, schön und gut, aber mir geht es mehr um die richtige Meisterschaft. So, das Ziel liegt noch nicht ganz so weit hoch. Wir können es bestimmt noch unterbieten. Ja, es wird aber schon recht eng. Okay, ich glaube, damit haben wir es.
verbockt für diese Runde. Ja, das war nichts. In der nächsten Runde müssen wir nochmal Gas geben. Okay, wir führen immer noch. Das überrascht mich jetzt. Aber sag bloß, wir könnten jetzt die Pole erstürmen. Na gut, haben wir auch schon so oft gedacht und dann wurde es doch nichts. Aber diese Runde sieht der Trend wieder recht gut aus. Jetzt müssen wir es nur noch mitnehmen. So. Sag bloß, es wird die Pole. Komm, ich will mich trotzdem verbessern, um die Wahrscheinlichkeit zu steigern. Ah, schade. Ja, wir sind auch noch auf die 3 abgesackt. Zum Schluss. Es ist immer im letzten Moment. Aber auch die 3 ist eine Position, auf die man aufbauen kann. Du hast Startplatz 3 und unser zweiter Wagen geht vom 16. Startplatz ins Rennen. Und los. Das ist auch schön. So. Oh, zu wild. Zu wild. Und nicht aufgepasst. Und wir werden durchgereicht. Und nehmen wir noch die Pylonen mit. Mann, geh weg. Störst. Das war nichts. Oh, Rick Scott hat auch ordentlich eingebüßt. Ja, ich habe eben zu viel verlangt. Das ist das Problem. Oh, komm, jetzt. Attackieren. Und raus. Dann habe ich mir jetzt die Lenkung versaut. Für nichts. Das mal so anzumerken. Aber ich komme wieder gut nach vorne. Relativ gut zumindest. Ach komm, das war doch nichts. Ah, ganz belastend jetzt. Das wird schwierig, Leute. Das sage ich euch. Das wird schwierig. Mann, beiseite mit euch. So, 6. Platz. Der 4. ist in Reichweite. Ja, Leute, ich lasse nicht so schnell locker, auch wenn ich einen großen Schaden habe. Okay, Leute, Platz 4, glaube ich, das war's. Mehr geht nicht. Aber für den Fehler, den wir beim Start gemacht haben, ist das ganz ordentlich. Aber ich muss mich ja verteidigen. So, wir haben den Platz 4 gerettet. Gar nicht mal so schlecht. Rang 3. Ja, super. Läuft gar nicht mal so schlecht. Okay, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen bei dieser Folge von Great Autosport. Ich bin raus. Ciao.